In Jerusalem als Kind fühlte ich mich als Fremder. In Amman fühlte ich mich als Fremder. Ich ging nach Australien, immer noch war ich ein Fremder. Ich ging nach Italien, ich war ein Fremder. Ich ging nach Frankreich, England, in die USA. Überall fühlte ich mich als Fremder. 1991 kam ich das erste Mal nach Armenien, gerade als Armenien sich für unabhängig erklärte. Sobald ich meinen Fuß auf den Boden setzte, fühlte ich, dass ich hierher gehöre. Das Gefühl, fremd zu sein, hörte in dem Moment auf, als ich hier war. Ich wurde in Jerusalem geboren. Meine Eltern sind Armenier. Sie sind Überlebende des Genozids von 1915. Sie haben sich in Jerusalem kennengelernt. Als der Krieg in Israel ausbrach, gingen meine Eltern nach Amman, Jordanien. Dort wuchs ich auf und als ich 20 war, wanderte unsere Familie nach Australien aus. Mein Vater war sehr patriotisch. Er liebte Armenien sehr. Anfangs konnte ich nicht armenisch lesen. Er lehrte mich die Liebe zur armenischen Sprache und zur armenischen Kultur. Ich habe immer für Berufungen gebetet und betete, dass einer meiner Brüder einmal Priester wird. Und eine Stimme sagte zu mir, wenn das eine gute Sache ist, warum probierst du es nicht? Und wenn es eine schlechte Sache ist, warum wünschst du dir das für deine Brüder? Und so fing alles an. Mit 24 ging ich ins Priesterseminar und 1973 wurde ich zum Priester geweiht. Ich war 29 und das war in Australien. 3 Jahre später kam ich nach Rom. Ich wurde spirituell und begann den armenischen Ritus zu studieren. 2 Jahre später ging ich nach Paris und dort war ich Pfarrer für die armenischen Katholiken in Paris und der Region von Paris. Ich dachte nie daran, nach Armenien zu gehen. Ich habe eher an die Notwendigkeit eines Priesters in der Diaspora gedacht. Nach 4 Jahren in Paris ging ich nach Australien zurück. Ich gründete eine Schule, denn die armenischen Wurzeln sind mir sehr wichtig. Mein Motto für die Schule war, keine Wurzeln, keine Früchte. Ich wollte den Armeniern Wurzeln geben, damit sie gute Staatsbürger in Australien sind. Ich war 18 Jahre Direktor dieser Schule. Das wichtigste Empfinden, das ich hatte, als ich hier ankam, war, dass ich in dieses Land gehöre. Und ich wusste, dass ich den Menschen hier helfen kann. Man konnte sehen, dass es eine Lehre gab. Und wie Sie sagen, hat der Kommunismus den Menschen seiner Menschlichkeit beraubt. Es gibt nur das Äußere, das Innere ist völlig verdorben. Und das konnte ich sehen. Und diese Verdorbenheit war nicht nur oberflächlich, sondern hatte alles durchdrungen. Überall, in allen Familien. Was mich am Anfang am meisten schockiert hat, war die Arbeit der Mafia. Die Mafia war sehr, sehr stark. Man musste für alles bezahlen. Zum Beispiel war man unterwegs und die Polizei hielt einen an und wollte Geld. Völlig grundlos.
und zwang einen, das Geld herauszugeben. Wenn man einen Führerschein wollte, musste man zahlen. Wenn man ein Handy wollte, der offizielle Preis waren $25. Als ich aber vor 7 Jahren kam, musste ich $300 bezahlen. Bis heute muss man viel Geld bezahlen. Man bekommt sogar einen ordentlichen Beleg und dann geht es in die eigene Tasche. Wenn man ins Krankenhaus muss, gibt es einen offiziellen Betrag, aber der Doktor will mehr haben. Die Kinder schlafen hier. 8 Kinder und die Großmutter. Die Großmutter schläft hier. Die älteste Tochter, 16, schläft hier. 2 Jungs schlafen dort und 2 Jungs, ein Mädchen, das jüngste Mädchen und die Großmutter hier. Die Situation ist schwierig. Der Mann weidet die Kühe 5 Monate lang. Und für 5 Monate bekommt er 3000 Dram für jede Kuh. Er hat 48 Kühe. Fünf oder mehr Kinder in Armenien zu haben, ist eine wirklich heroische Tat. Denn die Situation ist nicht die beste. Es gibt keine Hilfe wie in anderen Ländern, wo den Familien geholfen wird. In Armenien existiert keine Wohltätigkeit wie Liebe deinen Nächsten, liebe diese armen Kinder, die alles entbehren. Die Älteren haben diese Liebe nicht bekommen. Wie sollen sie etwas geben, was sie nie bekommen haben? Dieses Gebäude gehörte einmal der Kirche. Als aber die Kommunisten kamen, wurde alles konfisziert. Wir haben es aber vor 5 Jahren gekauft. Wir konnten es aber wegen des baufälligen Zustands nicht benutzen. Um diesen Ort zu renovieren, braucht es viel Arbeit. Ich habe bereits einen Architekten beauftragt, Pläne dafür zu entwerfen. Die Kirche in Arevik ist die größte armenisch-katholische Kirche in Armenien. Diese Kirche wurde vor 107 Jahren erbaut. Vor der Revolution gehörte der Kirche ein riesiges Gebiet. Die Kirche wurde nach der Revolution konfisziert und wurde bis 1991 als Lagerhalle benutzt. Als wir die Kirche zurückforderten, gaben sie uns nur die Kirche, ohne das dazugehörige Land. Wir mussten das Kirchendach erneuern und das geschah durch die Hilfe von Kirche in Not. Ganz wichtig ist, dass nicht ich die Dinge tue, vielmehr, dass jemand die Arbeit erledigt, die zu tun ist. Ich habe Ideen, denn ich bin in Übersee und im Westen aufgewachsen. Ich habe gesehen, wie man die Dinge im Westen tut. Ich kann hier einiges bewegen. Ich kann es den jungen Menschen zeigen und die Menschen bewegen, mehr und mehr zu tun. Vor 2 Jahren, am letzten Sonntag im Mai,
habe ich eine Prozession in einem Dorf organisiert. Es war das erste Mal, dass eine Marienprozession stattfand. Wir haben eine wunderschöne Statue und mit der sind wir auf die Straße gegangen. In dieser Zeit war es extrem trocken. Und als die Prozession zu Ende war, regnete es in Strömen und es regnete 2 Wochen lang. Dann mussten wir beten, dass der Regen wieder aufhört. Die Leute waren beeindruckt. Sie sagten, wann macht ihr die nächste Prozession, damit wir den Herrn um andere Gnaden bitten können? Der Kommunismus hat den Menschen seiner Menschlichkeit beraubt. Und mit dem Glauben ist es ebenso. Er ist völlig ausgehöhlt. Es gibt nur mehr das Äußere. Glaube ist für sie nur, dass sie an Gott glauben, an diese Macht, die existiert, aber nichts von ihnen fordert. Zum Beispiel, es schockiert mich, wie viel Geld für Opferkerzen ausgegeben wird. Am Sonntag, an diesem Sonntag kamen 4-mal so viele Leute, manche vor der Messe, manche nach der Messe, und sie haben Kerzen angezündet. Sogar während der Messe haben sie Kerzen angezündet. Sie haben gebetet und sind wieder gegangen. Die Messe bedeutete ihnen nichts. Was den Glauben angeht, gibt es 3 Dinge für mich. Das ist die Erkenntnis, dass es eine Macht gibt und dass ich mich auf diese Macht beziehe. Dann, was man über seinen Glauben weiß. Und das Dritte, bringst du die beiden Sachen zusammen? Verändert der Glaube an Gott dein Leben? In Armenien sagen alle, dass sie glauben, aber ihr Leben spiegelt das nicht wider. Sie wissen nichts über ihren Glauben. Sie wissen nichts über Jesus Christus. Ich habe zum Beispiel mit einem älteren Mann gesprochen. Er sagte, Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott die Mutter. Das war sein Verständnis von Dreifaltigkeit. Mein erstes Anliegen, als ich Pfarrer in Panik wurde, waren die Jungen, die Schulkinder. Dort fängt man an. Dadurch, dass ich 18 Jahre Direktor einer Schule in Australien war, in der Schule, die ich gegründet habe, habe ich als erstes die Schule besucht. Die Schule endet ungefähr um 2 Uhr. Nach 2 hatten die Kinder alle möglichen Aktivitäten. Es gab für gewöhnlich entweder Sport, Tanz, Gesang, Musikunterricht, Zeichnen. Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus hörte das alles auf, denn es gab kein Geld mehr dafür. Also blieben die Kinder sich selber überlassen und am Nachmittag waren sie auf der Straße. Das Erste, was ich unternommen habe, war, diese Kinder zu versammeln. Ich habe verschiedene Gruppen mit unterschiedlichen Aktivitäten für sie angefangen. Wenn ich morgens komme, dann beten wir. Wir gehen in die Messe. Wenn wir dann zurückkommen, essen wir etwas und dann geht jeder von uns zu seinem Kurs. Ich bin gerne hier, denn jeder fühlt sich wohl hier. Das ist viel besser, als zu Hause zu bleiben und vor dem Fernseher zu sitzen. Pfarrer Anton Turtunjan, unser Pfarrer, kam 2002 nach Panik. Durch ihn kam ein geistliches Erwachen zu uns Jugendlichen hier im Land. Es ist, als wären die Menschen neu geboren worden.
Alles, von der sonntäglichen Rätselrallye über die Katechese und die armenisch-katholische Vereinigung. Er macht alles. Und dank der Mühe von Pfarrer Totonjan gibt es das alles. Man kann die großen Veränderungen zum Besseren sehen, die es gibt, seit er hier bei uns ist. Unsere Arbeit besteht letzten Endes darin, unseren Kindern positive Werte beizubringen. Wir wollen ihnen das weitergeben, was das Beste ist. Sie sind unsere Zukunft. Wenn sie irgendwelche Probleme haben oder etwas zu klären ist, dann kommen sie zu uns und wir reden offen miteinander. Wir besprechen uns mit unserem Priester. Wir versuchen freundlich zu sein und helfen ihnen, so gut wir können. Vor allem versuchen wir, unseren Kindern Liebe und Respekt vor den Mitmenschen zu lernen. Das wird in der Zukunft Früchte tragen. Wir lernen ihnen, respektvoll umzugehen mit der Kirche, dem Glauben, unserer Religion, dem Christentum. Die Menschen lebten hier 70 Jahre unter einem kommunistischen Regime. Es ist nicht leicht für sie umzukehren. Die jungen Leute kommen in die Kirche, weil das ganze Programm auf sie ausgerichtet ist. Die Rückkehr zum Glauben, die wir heute sehen, findet vor allem unter den Jungen statt. Es kommen nur wenig ältere Leute. Sie haben eine sowjetische Erziehung in ihrer Jugend erhalten und daher brauchen sie Zeit, um wieder zum Glauben zurückzukehren. Ich bin überzeugt, dass die Jugend von heute, wenn sie einmal Eltern sind, ihre Kinder anders erziehen wird, nämlich in der Wahrheit und im Glauben. Wir sind jetzt in dem Dorf Arevik. Nachdem die Kirche geschlossen wurde, entstand hier an diesem Platz eine inoffizielle Kapelle. Natürlich war es nicht erlaubt, aber es wurde auch nicht missbilligt. Also kamen die Leute her, um zu beten und eine Kerze zu entzünden, allein oder als Gruppe. Viele Erwachsene erzählen, dass, als sie noch Kinder waren, ihre Großmutter sie hierher brachte, um zu beten, besonders an Festtagen oder an Sonntagen. Es ist früher Nachmittag und drinnen können wir brennende Kerzen sehen. Das bedeutet, dass vor einigen Stunden, vor einer halben Stunde, jemand hier gebetet hat. Der Glaube wurde weitergegeben von den Großeltern, besonders von den Großmüttern. Also wurde der Glaube in den Familien, wo gute Großmütter waren, weitergegeben. Ohne die Familie zu kennen, könnte ich die Kinder ihren Familien zuordnen, wenn sie zur Beichte kommen. Denn manche dieser Kinder haben ein sehr sensibles Gewissen. Andere aber keine Chance, sogar Erwachsene keine Sensibilität. Frauen sollen treu sein, aber für einen Mann ist der Ehebruch keine Sünde. Es ist eine ganz normale Sache. Das ist ihre Mentalität und hat für sie nichts mit ihrem Glauben zu tun. Aber sie würden nichts voneinander stehlen. Wenn sie ihren Nachbar bestehlen, wissen sie, dass das falsch ist. Wenn sie aber vom Staat oder der Kirche etwas gestohlen haben, die können sich das ja leisten. Was soll daran falsch sein? Was wir in Armenien mehr brauchen als Geld, mehr als alles andere, ist der Wandel der Herzen der Menschen.
Und für diesen Wandel der Herzen brauchen wir Leute von außerhalb, die kommen und bei der Erziehung helfen. Ein befreundeter Priester im Libanon hat vor 30 Jahren mit einer Vereinigung für armenische Katholiken begonnen. Sie haben sehr strenge Regeln, wie die Pfadfinder, aber eine mehr militärische Art. Sogar die Gruppen haben militärische Ausdrücke. Die Disziplin ist sehr gut. Aus den Dörfern Arevik und Panik kommen jeden Sonntag 130 bis 140 Kinder. Während der Woche haben sie Arbeiten zu erledigen. Es gibt ein Zugehörigkeitsgefühl. Die Verantwortlichen treffen sich während der Woche, um alles für den nächsten Sonntag zu organisieren. Dieser Priester aus dem Libanon hat mir bei der Organisation geholfen. Er hat dafür gezahlt, dass zwei von hier einige Wochen in den Libanon fahren konnten, um zu sehen, wie sie dort arbeiten. Er hat auch zwei geschickt, eine Frau und einen Mann, um uns hier bei der Organisation zu helfen. Also diese Begegnung gibt es jetzt seit 2 Jahren und das ist schön. Jedes Dorf hat normalerweise ein sogenanntes Kulturzentrum, wo die jungen Leute zusammenkamen. Lesungen wurden organisiert. Es gab eine Bücherei, die von den Jugendlichen genützt wurde. Aber niemand konnte über Religion sprechen, nicht ein Wort. Wir hatten vor solchen Dingen Angst. Wir hatten Angst, darüber zu sprechen. Wir erziehen unsere Kinder in der Treue zu unserem Glauben, unserem Land und unserer Gesellschaft. Ich bin überzeugt, dass sie sich gleichermaßen entwickeln, dank Pfarrer Anton. Der Glaube ist jetzt ein fester Bestandteil davon. Was es jedoch bedarf, ist, dass der Funke überspringt und der Glaube weitergegeben wird. Und hier kommen wir ins Spiel. Wir stellen sicher, dass es dann passiert. Während des Kommunismus wurde nicht nur unsere Pfarrgemeinde hier auf dem Land vom Glauben abgebracht, sondern auch in der gesamten Republik. Wir wurden im Geiste des Atheismus erzogen. Unser einziges Ziel ist es, sich auf den Weg zu Gott zu machen und ihm dafür zu danken, dass er so viel Gutes tut für Armenien und auch für unsere kleine Gemeinde hier. Das wollen wir der nächsten Generation weitergeben. Wir verdanken es Pfarrer Anton und natürlich allen diesen Veranstaltungen und Gebeten, den Aktivitäten von Hogomen, unserer Pfadfindergruppe. Wegen all dem glaube ich jetzt an Gott und alles, was ich jetzt anstrebe, unternehme ich nur im Einklang mit Gott, mit seiner Erlaubnis und ganz nach seinem Willen. Die Eltern sind glücklich und die Kinder begeistert. Jeden Tag muss die Mutter ihre Kinder drängen, aufzustehen, damit sie in die Schule gehen. Am Sonntag aber springen die Schüler aus dem Bett, sind bereit zu gehen und wollen gehen. Und er möchte seinen Freund auch mitbringen. Gradually, it
Allmählich findet ein Wandel der Herzen statt. In Panik habe ich zum Beispiel nach nur 6 Jahren einen Gemeinderat, der mit mir zusammenarbeiten will, damit wir Geld von der Gemeinde aufbringen, um hier zu arbeiten. Die Eltern kommen nicht in die Messe. Wenn ich ihnen aber sage, dass sie kommen müssen, weil ich mit ihnen über ihre Kinder reden will, dann sind alle da. Mein Traum war immer der gleiche, seit ich Priester bin und der Grund, warum ich Priester bin. Mein Traum ist, dass ich jedem klar machen kann, wie sehr Gott ihn liebt.